Damit mal wieder seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und selbstverständlich auch Eggladum zu einem neuen Part Minecraft Arno mit dem Zwergenfürst. Ich schau mal gerade hier oben nach. Eisen, da war einiges gebrannt. Die Eisenbarren sind fertig. Na, hervorragend. Damit können wir uns ja was Ordentliches schmieden hier. Was gibt's denn hier so? Rüstungen. Goldrüstung können wir uns ja jetzt auch irgendwie leisten, oder? Haben wir doch ein paar Gold mit dabei. Schau ich mal, wie viel ich davon, was ich damit machen kann. Ich glaube, Waffen sind relativ unsinnig, die mit Gold herzustellen. Weil sie nichts bringen. Wir sind nicht sehr stabil. Aber Rüstung ist doch, glaube ich, auch... Ist doch, glaube ich, sehr schön. Eine Goldbrustplatte könnte ich erstellen. Dann wären aber auch schon alle Goldbarren weg. Ein Goldhelm, eine Goldhose, ein Goldstiefel. Eine schwere Entscheidung. Wir können uns erstmal aus Eisen einiges machen. Okay, erstmal eine Eisenbrustplatte. Ein Eisenhelm, eine Eisenhose, Eisenstiefel. Hervorragend, sind wir geschützt. Können wir gleich mal ankleiden. Und das sieht dann so aus. Können wir eine Schlacht ziehen. Jetzt brauchen wir noch Eisenschwert, was wir glaube ich haben, oder? Sind wir erstmal ausgerüstet. In voller Montur. Bin zwar gerade nicht so in Angriffslaune, habe heute eher das Bauen im Sinn, aber ja, das sieht doch nice aus. So, und dann haben wir hier Gold. Was machen wir mit dem Gold? Eine goldene Axt machen und das einfach mal einrahmen. Das wäre doch mal was. Hat man halt mal was braucht ein Goldschwert. Was bringt denn so ein Goldschwert? Und bringt das viel? Hat man da einen extra Bonus oder? Ich glaube mich dran zu erinnern, dass das nicht sehr viel bringt. Diamant würde einiges bringen, aber Holz ist sogar noch schwächer als Eisen, soweit ich weiß, und würde absolut keinen Vorteil bringen, außer dass es schön aussieht. Das heißt, entweder wir machen uns eine Axt aus Gold und hängen die uns irgendwo hin. Dann gibt es hier irgendwo einen Bilderrahmen, den man dazu holen kann. Und eine Goldrüstung, das wäre natürlich, aber dazu haben wir nicht genug Gold. Ein Rüstungsständer. Dazu brauchen wir eine Platte. So eine Platte hier, Steinstufe. Holz haben wir hier in der Truhe. Müssten wir eigentlich. So. Ein bisschen craften am Anfang des Parts. Kann auch nicht schaden. So. Ein bisschen Sticks brauchen wir noch. Zack. So, und jetzt können wir uns einen Rüstungsständer. Machen Gemälde, da brauchen wir noch jede Menge Sticks. Reicht das? Gegenstandsrahmen, ne, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Und Leder bräuchten wir dafür. Eine Kuh schlachten. Okay. Stellen wir hier erstmal irgendwo den Rüstungsständer auf. Das können wir doch hier im Erdgeschoss irgendwo machen. Wie wär's denn mit hier? Steht direkt vorm Fenster.
Ja gut. Kann man auch eleganter machen, aber ja. Und dann können wir das mal so machen hier. Zack. 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 So haben wir sie sogar hier im Bereich stehen. Steinschwert. Haben wir nicht ein Eisenschwert dabei? Okay, das können wir auch noch machen. Haben wir die Rüstung für den Ausgang. Falls wir mal raus wollen, kämpfen. Steinschwert. Nein, wollte ich nicht. Nein. Verdammt. Eisenschwert. So. Habe ich jetzt zwei Steinschwerter? Naja, was soll es? Eisenschwert. So. Meine Kampfesrüstung steht da direkt am Ausgang bereit. Ich sehe schon, es ist Nacht. Leder brauchen wir. Gegenstandsrahmen. Leder und ein paar Sticks. Haben wir hier denn wirklich kein Holz mehr? Doch, hier haben wir Eichenbretter. Können wir noch Sticks draus machen. Gehen wir mal eine Kuh schlachten und dann haben wir hier auf jeden Fall einen Rahmen. Ja, so schaut's aus. Ist einmal gute Nacht, einmal schlafen bei Nacht. Und am nächsten Morgen können wir ja mit unser Steinschwert, mit unserer Steinschwert genau auf Kühejagd gehen. Huhn, der tue ich nix. Du kannst verwandt mit Klaus sein. Und seine Verwandten möchte ich zumindest nicht, wenn es unbedingt sein muss, töten. Nur wenn ich Hunger habe und unbedingt Fleisch brauche und nichts anderes da ist. So cool. Hier waren noch mal Kühe in der Gegend. Schaf, die habe ich alle abgemurkst. Was ist denn das für ein Symbol hier? Drücke, um dem Spiel beizutreten. Nee, will ich nicht. Da vorne ist auch eine Kuh. Ich bin hier gerade im Offline-Modus. Naja. Ich bin alleine. Da soll niemand beitreten. So. Kuh, zack. Du bringst Leder, oder? Boah, das Zeichen nervt hier mittendrin. Kann man das irgendwie abstellen? Kein Leder. Schade. Rohes Rindfleisch. Kühe bringen doch Leder, oder? Oder war das wie ein, wer anders? War das irgendein anderes Tier, was man töten muss dafür? Ich versuche es zu ignorieren, aber es nervt. Höllisch. So, Leder, Leder, Leder. Ich brauche mal Leder, ein bisschen was Leder. Ich will euch an das Leder. Wirklich nicht. Müssen wir dafür ein Lama schlachten oder ein Pferd finden und das töten? Ach komm, das ist doch nicht mehr normal. Oh, Skelett. Vorsehen. Oh, hier oben, ganz hoch auf dem Baum. Ah, Fallschaden. Dies ist nicht gut. Dann müssen wir das Schwein töten. Um Leder zu bekommen. Nee, ich will das Schwein nicht töten. Das haben wir so schön gefangen hier. Müssen wir mal ein bisschen was essen. Damit wir nicht verhungern und ein bisschen neue Lebenskraft dazu kriegen. Ja, dann halt nicht. Irgendwann werden wir schon Leder finden. Hoffentlich kein Schweinsleder. Dieses kleine Schweinchen, das will ich doch nicht töten. Noch nicht. Vielleicht irgendwann, um ein saftiges Steak zu haben. Aber jetzt doch erstmal noch nicht. Naja, heben wir uns das Gold erstmal auf. Och, tut mir echt leid jetzt wegen dieser Meldung hier. Das ist doch echt beschissen hier. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie man es ausmacht, wie das jetzt hierher kommt. Versucht es zu ignorieren.
Versuch's auch. Das wird immer penetranter hier. Je länger es da ist. So, ich glaube, wir bauen jetzt hier unten ein bisschen weiter. Ich glaube, ich brauche dann auch eine neue Spitzhacke. Jetzt können wir hier ein bisschen uns reingraben. Ich glaube, den Raum hier, den können wir sehr gut nutzen. Den bauen wir dann auch mit gebranntem Stein zu. Ich glaube, ich gehe gleich mal ins Menü zurück und guck mal, was da los ist. Das geht doch nicht. Das passt doch auf keine Kuhhaut mehr. Auf kein Kuhleder. Meine Güte. Nein, die Wolle will ich da nicht reintun. Warte mal kurz, ich bin gleich wieder da. Okay. Haben wir es jetzt hingekriegt? Oder ist das Problem immer noch? Ja. So viel dazu. Das stört doch. Das ist Drücke. Was? Ich hab dieses. Was denn? Was ist denn? Ist doch nicht. Nein. Was muss ich denn hier machen? Splitscreen. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Auch mal schön zu sehen. Der ist jetzt dort am Startpunkt. Was habe ich denn hier gemacht? Leute, ich will nicht Multiplayer spielen. Ach, dass das hier in einem Part passieren muss. Es tut mir schrecklich leid. Da sieht es zumindest mal so, könnte man dann. Der dreht sich jetzt die ganze Zeit im Kreis, weil das sind die Controller hier, bevor ich schwindelig wird. Mach es hier mal weg. Meine Fresse, was ist denn heute los? Es tut mir so leid. Die Konsole hat ja scheinbar gerade ein riesiges Problem. Ich hoffe, jetzt ist es gelöst. Hoffe mal nicht zu früh. Ich hole mir eine Spitzhacke, wenn die hier bald alle sein wird. Oder haben wir eine Ersatzspitzhacke im Inventar? Nein, haben wir nicht. Ach, Leute, versucht es zu ignorieren. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, was man da machen kann. Es tut mir, wie gesagt, schrecklich leid. Sehr schrecklich. Ich kann ja so auch nicht arbeiten. Ist ja nicht, das ist nicht möglich. So, zwei Stellenspitzhacken haben wir jetzt hier drin. Dann bauen wir mal hier ein bisschen weiter und nutzen den Rest des Bildschirms, dass das nicht durch diese billige Markierung gesperrt wird. Stein, okay, da haben wir ein bisschen was mit dabei. Zack, dann können wir das hier schön machen. Hier mal ein bisschen Fackeln reinhängen. Die brauchen wir dann bestimmt. Hier Stein rein. Da ein Stein rein. Da geht es noch weiter. Sehr gut. Muss noch ein bisschen Stein brennen hier, damit wir das schön aussehen lassen können. Oh. Hier scheinen unendliche Seen und Flüsse zu sein. Wasservorräte und so weiter. So, Stein auf Stein. Da mal noch ein bisschen was hin. Das hat wirklich was hinter dieser Wand. Ich weiß nicht, wie es sich hier im Keller lebt. Und dahinter der Wand vielleicht dann irgendwann mal Zombies auftauchen und andere Monster. Tja. Wir müssen einen Stein brennen. Wir sammeln hier mal Bruchstein und werfen den dann mal in den Ofen zum Brennen. Aber erstmal hier ein bisschen die Sache ausheben, das Spitzhacke kaputt. Ja, kann man hier so einen kleinen Raum haben, hier so einen breiten Raum. Ich weiß noch nicht, was daraus entstehen soll, aber ja, wird schon irgendwas draus werden. Kreativer Prozess hier. Irgendwann
bildet sich das fast von alleine. Schön ausleuchten hier. Zack, zack. Zack, zack. So, hier noch ein bisschen was aus der Decke rausheben, damit die Decke ein bisschen hübscher ist. Kohle haben wir uns natürlich auch geholt. Das, was hier da war, ist noch ein bisschen Erde. Quatsch, Wasser. Oh, ich bin halt auch ein bisschen gerade fertig. Das kann man ja eigentlich nicht zumuten hier, diese Anzeige, die hier die ganze Zeit hier zwischenkommt. Da haben wir sie wieder. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ist eigentlich richtig unprofessionell. Tut mir wirklich leid. Ihr wisst nicht, wie ich hier schwitze hinter der Kamera. Es ist eigentlich das. Man kann es ja auch nicht rausschneiden, wenn es so penetrant hintereinander immer kommt. Alle 2 Sekunden mal in unregelmäßigen Abständen. Ich bitte um Verzeihung. Im nächsten Part wird es hoffentlich wieder besser sein. Das ist halt. Das ist Minecraft Switch. Das ist. Ja, braucht man nicht mehr viel zu sagen. Die liebe Konsole hat irgendwie eine Waffe. So, wir brauchen gebrannten Stein, damit wir das Ganze hier wieder hübsch machen können. Ja, holen wir uns. Auwei, draußen ist Nacht. Steinschwert. Und schnell hoch, bevor uns ein Monster erwischt. Schwein schläft die ganze Nacht draußen hier. Die ganze Zeit da draußen. Und wird auch nicht von Monstern erwischt. Noch nicht. So. Ein bisschen Kohle hier rein. Als Brennstoff und dazu ein bisschen Stein, Bruchstein. Okay, das kann jetzt ein bisschen dauern. Dann graben wir unten mal in der Zeit ein bisschen weiter. Steinspitzhacke fast kaputt, müssen wir uns eine neue holen. Da brauchen wir so einige. Geht's wieder hier runter. Und da haben wir jetzt hier so einen Nebenraum, so ein bisschen was, da kann halt so ein bisschen was stattfinden. Hier würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was zubauen, dass wir hier halt eine Tür haben. Und ich würde jetzt hier noch so ein bisschen weitermachen, dann kann man hier genau noch ein bisschen erweitern. Ist natürlich scheiße, dass hier unter dem Berg ein bisschen was an Höhle vorkommt, aber ja, das war ja zu erwarten. Keller habe es eh, dass hier eine Reihe Kisten hier hinkommen, in denen dann einiges sortiert werden kann. Und hier in dem Parallelraum, der kann hier auch voller Kisten stehen. Da kann hier sortiert werden nach Sachen. In der einen Kiste ist zum Beispiel Erde drin, der andere ist Stein drin, der andere ist Gold drin, der andere sind Diamanten drin, irgendwann mal in Zukunft und so weiter. Könnte man vielleicht hier noch weitere Räume anbauen,
wo man noch andere Materialien findet. Finde ich halt so gut hier als Lager, so unten könnte man das machen. Würde sich so anbieten. Das war die Kiste nicht oben. Das war die Kiste nicht oben im Haus sortieren müssen, sondern dass wir das unten im Keller machen und oben leben. Da kann oben ins zweite Geschoss noch anderes hin. Da bleibt dann der Ofen und die Werkbank und dann kann da irgendwann in Zukunft, ich denke schon utopisch, da irgendwann mal ein Braustand hin und so weiter. Hier unten Erdgeschoss halt so der Lebensraum mit Bett und Rüstung und was da halt noch so alles kommt, pipapo. Hier oben halt so ein bisschen Werkraum, so ein bisschen Arbeitszimmer und unten halt Lagerraum, würde ich so sagen. Den brauchen wir jetzt noch nicht so großartig, den Lagerraum da unten. Obwohl, vielleicht sollte ich mal anfangen, so ein bisschen zu sortieren. Wir sollten uns schon ein paar Truhen craften und da mal anfangen. Truhe. Okay, da haben wir jetzt eine. Genug Holz haben wir schon mal noch nicht. Okay, der Stein kommt auch langsam. Dann nehmen wir uns den, glaube ich, mal raus. Und gehen mal unten das ganz hübsch machen. Fangen wir mal hier an. 24 Stein. Ich höre ein Monster. Das gefällt mir gar nicht, dass in meinem Keller Monster sind. Ist doch eigentlich ausgeleuchtet. Darf doch eigentlich gar nicht sein. Wo ist das Monster? Dann drüben im Dunkeln. Da mache ich auf jeden Fall noch Fackeln dran. Zack. Zack. Zack, dass die hier nicht spawnen. Das wollen wir nicht. Schön erleuchten, auch wenn das bescheuert aussieht mit so vielen Kerzen. Muss ja ordentlich ausgeleuchtet sein. Zack, zack, zack. In jeder Ecke eine Fackel. Mehr haben wir auch nicht. Ich denke, die sind aber dort hinter der Wand. Das werden wir auch mal irgendwann aufräumen. Wir bauen uns ja noch weiter durch. So, hier mal Platz schaffen für richtiges Stein. So, zack. Nein, das nicht. Das hier. Okay, ich verbaue mich ab und zu mal ein bisschen. Kommt vor. Ist auch eine Wahnsinnslogik hier, dass man den Stein erst brennen muss und wenn man ihn einbaut und dann wieder abbaut, dass er dann, ja gut, Bruchstein macht schon Sinn, aber ja. So, und das noch weg. Ich hoffe, hier bricht mal kein Creeper durch. Ansonsten können die Zombies ja hinter der Wand sein. Irgendwann kommen wir da durch und dann bekämpfen wir sie mit der Spitzhacke. So, hier soweit alles klar. Sieht ganz hübsch aus. Dann können wir hier oben noch ein bisschen Sand, Erde entfernen. Das kann sich ja hier erweitern. Auf jeden Fall wird sich das auch erweitern hier. Das wird ja nicht so schmal sein, der Keller. Wird noch weiter werden und größer. Stellen wir hier unsere erste Truhe schon mal hin, die wir hier bekommen haben. Das ist die hier. So, ich stelle mir vor, dann könnte die hier so stehen zum Beispiel. Das sind dann halt Doppeltruhen. Sinnvollerweise. Und dann kommt hier, ja, warum nicht in die erste Truhe Erde? Braucht man eigentlich nicht zu bauen, oder? Kann man einen Stein hier schon mal einbauen? So, Stein. Das, was wir einen Stein haben, kommt hier rein. Die erste Truhe. Und so weiter. Bruchstein und gebrannter Stein.
Ja. So schaut's aus. So ein System habe ich mir gedacht. Schau mal nach den Steinen, die ich da oben gebrannt habe. Die brauche ich jetzt eigentlich erstmal nicht. Na gut, dass wir sie gebrannt haben, dann haben wir sie auf Vorrat. So. Okay. Können wir vielleicht unterbrechen die Kette hier gleich mal. Bei der 27 brauchen wir nicht Kohle verschwenden. So, Stein. Können wir gleich die Treppe erneuern. Da merke ich gerade, die ist immer noch aus Bruchstein. Bei der Gelegenheit. Steinstufen. Okay, da oben ist die Werkbank. Ich vergaß. Gebrannte Steinstufen, die gibt es doch auch hier, oder? Steinziegeltreppe. Moor Steinziegel für. Steinziegel. Reicht vielleicht schon. Mal schauen, was wir hier rauskriegen. Zack. Treppe sieht doch schon viel ordentlicher aus. Kann man doch nehmen. So. Hier noch was von Stein mit drin. Bruchstein. Nehmen wir gleich alles mit runter. Kann man gleich alles einsortieren. Ist doch gleich sehr praktisch. Bruchstein, Treppe. Bruchstein. An der sieht, nee, der kommt dann woanders hin, eine andere Truhe. Hier noch irgendwas, was Stein heißt. Bruchstein. Da. Okay, den nehmen wir auch noch mit. Und runter. Hui! Es macht immer wieder Spaß, hier runter zu springen. Hervorragend. Also die erste Truhe befüllen. Bruchstein. Noch ein Bruchstein. Und da. Hervorragend. Da wird ja eine Ordnung entstehen. Und irgendwann, wenn wir dann halt irgendwann mal ein großes Projekt haben, große Sache bauen, gehen wir hier runter und holen uns einfach ein bisschen Material. Gucken wir, was wir so haben, ist das ordentlich sortiert und dann holen wir uns einfach das, was wir brauchen, daraus. Nacht. Ich gehe schlafen. Hervorragend. Ja, es wird auch hier auf jeden Fall ein paar Parts geben, wo ich so ein bisschen rumsortiere und ein bisschen was Belangloseres mache. Das ist halt Minecraft. Ich werde auch demnächst mal hier ein paar kleinere Hütchen aufbauen. Nicht so ein großes Haupthaus wie hier. Hier so bei the side mal so ein bisschen was Kleines aufbauen. Hier vielleicht eine Dorfkneipe oder sowas, mal was Interessantes. Und der Kleine hier, der kriegt noch einen Namen. Ich bin jetzt natürlich in der Vorproduktion und baller das jetzt hier für die Woche vor. Dieses Video müsste jetzt am Freitag rauskommen, diese Woche. Wenn ich mich komplett irre. Ja, fällt mir ein hübscher Name ein. Für den Kleinen hier. Mir ist noch keiner eingefallen. Ist hier ganz schneebedeckt, das Gebirge. Ist ein russisches Schwein.
Das ist ja ganz naheliegend hier. Direkt neben der Wüste hier. Da drüben ist eine große Wüste. Es gibt ja viele Wüsten in Russland und ein Schneegebirge hier. Wissen wir ja alle. Erdkunde war schon immer meine Stärke. Ich weiß. Wie wär's denn mit Wladimir? Wladimir, das russische Schwein. Sagt dann Chunsk. 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 Ich bin Wladimir, das russische Schwein. Oder das ist ein deutsches Schwein. Dann heißt es Gustav. Gustav, das Schwein. Wladimir, Gustav. Na, was meint ihr? So. Ich glaube, dann baue ich hier mal ein bisschen Sand ab. Kann man bestimmt irgendwann mal gebrauchen. Steht hier gerade mal so rum. Jetzt haben wir hier Eisenbahnen. Okay, zwei Eisenbahnen. Da können wir ein paar Schafe verprügeln. Das tut bestimmt auch ordentlich weh. Suchen noch nach Leder, damit wir unsere Guldaxt da mal einrahmen können. Muss den Wladimir jetzt schlachten? Oder den Gustav? Da drüben ist ein anderes Schwein. Schaut wie ein anderes Schwein aus. Wollen wir mal das andere Schwein schlachten? Vielleicht bringt das ja Leder. Dann wissen wir's. Bitte bring Leder. Zack. Komm, Schweinchen. Das ist Wladimirs Bruder. Zack. Na, nie nur rohes Schweinefleisch. Können wir das rohe Fleisch eigentlich mal in den Ofen schieben? Das wäre doch eigentlich relativ logisch, oder? Hier so mein kleiner Privatstrand. Sandstrand. Ja, da könnte man auch was bauen. Wasser ist ja da. Können wir auch gleich mal hingehen und mal was gutförmiges bauen. Strand im Dorf. Komm Hühnchen, komm Hühnchen. Nice. Komm weiter rein. Nice. Nein, Schwein, 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 Schwein. Schwein. Das haben wir noch nicht gezüchtet. Rein mit dir. Gustav, nicht abhauen. Gustav. 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 Wir können, glaube ich, nicht beide in einen Käfig packen. Das wird nichts. Gustav. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich dich hier zähmen kann. Nein, ich wollte dich nicht. Wollte dich nicht verletzen. Wollt nicht böse sein. Komm, Gustav, Wladimir. Rein mit dir. Rein mit dir, Wladimir. Zack. Türe zu. Huhn. Das hat Interesse rauszulaufen. Komm hinein. So, alles zu. Ich kann hier nicht raushüpfen. Oh Mann. Dach auch. Jetzt bin ich gefangen mit den Beinen. Sag nicht, ich kann über den Zaun nicht rüber. So, beide drin. Hervorragend. Der Klausianer und Wladimir. So, so. Ah, wir wollten. Da muss ich heute mal wieder ganz kreativ sein bei der Erfindung des Thumbnails. Ja. Bestimmt viel leckerer essen als so ein gebratenes Schweinekotelett. Das isst sich doch viel besser als so ein rohes Zeug. Na, dann brate ich mir noch mal was Schönes. Da brat mir einen Sturz.
Rindfleisch. Boah, Rindfleisch ist edel. Leute, Rindfleisch. Schweinefleisch ist nichts dagegen. Ach so, das müsste ich jetzt mal rausnehmen. Verkostbar vielleicht gleich mal. Bringt das mehr als ein rohes Ding? Okay, Essen. ZL Essen. Ja, das bringt viel mehr. Sau drinne. Wow. Und der Nebenbalken ist wieder voll. Bringt was ordentlich zu essen. So, dann rohes Hammelfleisch hier noch mit dabei. Ja, da muss ein Steak. Jam. Ja, wenn das nicht nice ist. Braten Hammelfleisch. Nice, da ist er. Aber was Ordentliches hier zu essen. Können wir hier noch ein Stick in der Werkbank zum Fleisch dazulegen? Dann haben wir hier. Haben wir dich Schaschlik. Schweineschaschlik. Wäre doch eine Idee. Könnte man mal machen. Der Ofen brennt noch ein bisschen. Jetzt hier mit einem Schweinekotelett in der Hand zum Schwein gehen. Ja, dir tue ich schon nichts, Gustav. Ich nenne ihn gerade mit beiden Namen, weil es noch nicht feststeht. Vielleicht finden wir auch noch einen dritten. Die können wir es zur Abstimmung geben. Kunibert. Können wir einfach mal aus Spaß noch mit dazu geben. Gustav, Wladimir oder Kunibert. Ich würde mal sagen, im nächsten Part bauen wir hier ein bisschen, holen wir hier ein bisschen Holz. Machen mal ein kleines Häuschen irgendwo anders und machen da mal was draus. Ihr stimmt mal oben in der Infobox ab, wie das Schweinchen heißen soll. Und vielleicht habt ihr mir sogar mal irgendwo mal in einem Part reingeschrieben, wie man denn Schweine züchtet. Zähmt natürlich. Muss ich mir mal durchlesen. Und damit ich nach oben soll es euch gefallen haben, trotz der nervigen Einblendung hier, die ich mittlerweile schon ignoriert habe, hat es doch penetrant genervt. Naja, habt ihr trotzdem noch einen angenehmen pfirsichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rinne. Man sieht sich. Ich sag, bis dann und ciao!